Na, guten Morgen. Guten Morgen. Simone aus dem Urlaub zurück. Ja, ja. Karin doch auch, oder? Ja, haben wir schon gefeiert. Wart ihr gemeinsam? Wir zwei. Wir beide? Nee. Nein. Wir haben getrennt voneinander Urlaub gemacht. Ja. Ja. Mit unseren jeweils eigenen Familien. Wir haben uns schon eben drüber unterhalten. Pubertierende Konstellation. Ich war in Stockholm gewesen, in Schweden gewesen. Oh, das ist immer schön. War schön gewesen, sauteuer war es auch gewesen. Ja. Ja. Ich hab gehört, bei euch war es auch schön gewesen. Ja, aber sowas von schön. Wo warst du denn im Urlaub? Weißt du doch, du hast mich doch besucht. Mann, für den Zuschauer. Ich weiß es natürlich nicht. An der Ostsee. Ist es nicht schon Nordsee im Endeffekt? Nein, zwischen Lübeck und Timmendorfer Strand. Ja, bei uns war es super hier, oder? Wir waren arbeiten. Wir waren arbeiten, aber so richtig. War überhaupt nicht schlimm, oder? War überhaupt nicht schlimm. Nee, es war richtig, richtig nett. Und vermisst du Ross auch ein bisschen? Nö. So, liebe Zuschauer, Augen auf bei der Berufswahl. Simone hat ja diese Woche sein neues Highlight. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Es ist 8 Uhr. Sie schauen das Sat.1 Frühstücksfernsehen live aus Berlin, unter anderem mit diesen Themen. Mit dem meisten Spaß für alle. Ja, für alle, nur für mich nicht. Ich bin gespannt drauf, wie viele Punkte du auch bekommst. Wir zeigen das. Ich glaube wahrscheinlich am wenigsten. Dafür, dass ich mich am meisten zum Nappel gemacht habe, kriege ich wahrscheinlich am wenigsten Punkte. Dann weißt du mal, wie es ist. So wird's. Ja. Wer ist denn sonst immer Letzter? Hier Plätzchen backen, kochen und so. Ja. Ja, kochen kannst du ja nun auch wirklich nicht. Oh, ich muss noch Flaschen wegbringen. Sagen wir, wie es ist, oder? Kommen wir noch mal hier zu Backstage. Ja, da ist es. Also, das ist der Tagespreis. Rufen Sie an 01379 44 21 21. Beantworten Sie folgende Frage. Zu welchem Land gehört die Insel Kreta? Wenn Sie das wissen und durchkommen, dann gibt es den Tagespreis und womöglich auch noch 500 Euro. Also jetzt anrufen, durchklingeln und ich wünsche Ihnen viel Glück. Und nehmen einfach alles mit, was man hat. Ja, Achtung, denn wenn Sie Übergepäck haben, dann müssen Sie seit neuestem kräftig dazuzahlen. Viele Airlines lassen sich nämlich jedes Kilogramm Übergepäck extra bezahlen. 20 Kilo darf man mitnehmen, darüber wird es ab jetzt wirklich sehr teuer. Straßenverkehr, kennen wir alle, sind wir alle beteiligt. Mhm. Manche sind ja auch mit dem Fahrrad beteiligt und denken, mit dem Fahrrad habe ich immer recht. In der Tat, ja, manche Radfahrer glauben wirklich immer im Recht zu sein und die kennen wahrscheinlich die Verkehrsregeln gar nicht. Läuft da eigentlich der Staubsauger noch da hinten? Ich glaube, der läuft noch da hinten, ja. Auch das, ne, denkt, ist im Recht, kann einfach saugen, während der, aber das hören Sie wahrscheinlich gar nicht. Kommen wir zurück zu den Fahrradfahrern, ja, genau. Simone. Richter Alexander Holt kennt alle Regeln, auch für Fahrradfahrer und hat außerdem immer Recht. Wer macht denn das sauber denn? Keine Ahnung. Hast du dich jetzt sortiert, Torben? Ja. Hat gerade ein bisschen gebraucht, um sich ordentlich hinzusetzen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass wir wieder. Ja, Mensch, schön, dass ich wieder da bin. Das ist schon Urlaub. Ja, in der Tat. Gut. Lass uns ganz kurz über Jennifer Lopez und Marc Anthony reden. Ja, ich war total überrascht. Die trennen sich. Warum? Ja, nach 7 Jahren. Seinerzeit, Anfang des Jahres saß, sitzt heute. Mickey Krause. Mickey Krause. Ich es übergebe riecht euch noch mal. Ein bisschen nach Aniston. Ja. Wie riecht es denn? Es riecht gut. Ja, es müffelt eigentlich ein bisschen. Könnte auch Lotte sein. Aber übrigens, diese Nasen-OP, ich habe ihr... Das tritt der Jürgen Drews immer auf. Richtig. Im Megapark am Ballermann da. Der König von Menorca. Und du trittst immer dienstags auf, Ich bin jeden Dienstag dran. Morgen geht meine Maschine...